Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Trust Betrayal. Und ja, wir sind auf dem Mars mit der Nancy, Maru und Sachse noch. Und ich musste schon wieder extra einleiten, weil die Kamera schon wieder nicht gepasst hatte. Aber in diesem Sinne, es geht weiter. Moment, ich muss das hier, glaube ich, mal so ein bisschen so. Und ja, es geht weiter. Und wert. Der Mond, Call. Vorbei Call. So, na los, dann lasst uns mal fix zum Mond. Wo bist Warte mal, du? ich suche mal kurz, ich suche kurz den Mond. Da raus. Was nämlich der Trick an der Sache ist, dass ich baue die anderen eine Falle. Wenn sie nicht jetzt auch bei uns reinkommen, können sie nur auf den Also, ich Mond. fliege jetzt schon zurück, ne? Aber ey, macht man nicht so schnell, ich weiß gar nicht, wo Ja, du der hin Mond musst. war dreimal Kuchen, okay. Also wieder zurück zum Tor. Ja. Basis. Natürlich super viel Glück, dass wir gehabt haben mit dem Dungeon hier Oh. gleich um die Ecke, ne? Nee, war auf dem Mond auch so. Direkt beim Spawn ist immer ein Dungeon. Irgendwie komme Oh ich ja nice. nicht wieder raus. Na klar, kommst du Muss ich hin? raus. Ich die In ganze Zeit im eine Kreis. Richtung. Nach oben, du musst nach oben Okay, gucken. wir sind vier Leute, ne? Ich bin erstmal Sauerstoff aufladen, aber sind viele Leute, Ach das heißt da. vier Himmelsrichtungen. Einer wird Schluss finden. Mondbasis. Ist dann das Tor offen? Das ist Mond. Ja. Okay. Ah ja. Super. Was Ja, macht er kurz. jetzt gerade? Durch das Tor hier Ein. durchgehen und Ja, dann. sind wir auf dem Mond. Okay, Maru lädt Ach, dann gerade. landest du direkt auf dem Mond oder was? Ja, Wieso das denn ist so das? eingestellt. Ja, weil es gerade auf den Mond eingestellt ist. So, hier haben wir ja schon die Bubble, das heißt, wir verbrauchen keinen Sauerstoff. Das ist der Vorteil. Guck gerade meinen einen Tank auf und renne schon mal los. Das ist meine Rakete hier, falls ich irgendwie sterben sollte. Hier sind auch noch Raketen drin übrigens, ne? Ihr habt hier einen Raketen. Ja. Wo kann man aufladen den Sauerstofftank? An Wo? dem Oxygenkompressor, wo gerade meiner drin ist, der aufgeladen wird. Ja. Ah, okay. Da müssen wir kurz warten. Beziehungsweise, während wir aufladen, kann ja Maru schon mal losfliegen und einen Dungeon suchen. Richtig. Ich renne dann Richtung Westen. Okay. Um schneller, Die 20. Frage ist, wollen wir auf dem Mars wirklich auch was aufbauen? Eigentlich nicht, oder? Das ist der Abschluss, das ist die Marsbasis zu looten. Dann sind wir fertig. Ja. Dann machen wir noch ein großes Explosion, indem wir unsere ganzen Häuser in die Luft jagen und dann ist gut. So. So, ich bin soweit fertig, ich renne mal los. Also wenn ihr die Folge hier seht, jedenfalls bei mir, dann habt ihr noch ungefähr Spaß an dem Projekt, noch ungefähr 2 Wochen. Die Folge bei mir sieht es vielleicht schon vorbei. Uah. Ja, Nee, also ungefähr vielleicht noch 2 Wochen Folge und dann 117. startet ein neues Projekt. Dann haben wir aber auch über 100 Parts gemacht hier bei Trust Betrayal, was richtig Hab cool dann war. 140 Parts. Oh, nice. Ich habe fast das Projekt abgeschlossen bei 150 Parts. Okay. Der einzige damit. Ich muss noch 50 Parts machen, verdammt. Was ist mit Noch. 150 Parts? Das wäre eigentlich das Projektabschluss gewesen. 150 Parts. Ach, okay. Dann müssen wir noch 12 Folgen machen. Ich glaube nicht. Obwohl doch, wir müssen noch 12 Folgen machen, wenn du jeden Tag eine Folge bringen möchtest. Ja, ich auf jeden Fall. Ach, ich hab die Fahne noch. Scheiße. Die kannst du gleich zurück auf den Mars. Ja. Hier mal Magma-Creme ist. Das Mars-Ding. Was? Magma-Creme? Hier mal Magma-Creme. Was denn damit? Das ist die Nummer vom Mars. Ach so, okay. Warum ist hier ein Hühnchen? Brauchen wir alle beide Tanks voll oder nur einen? Besser beide. Ja, Beide. weil dem Ich anderen hab muss ich beide. noch. Den anderen ist die Hälfte drin, also weil ich nur mit einem Tank hoch bin, der voll ist. Boah. Ist wahr und so weiter. Wenn mein Sauerstoff alle ist, dann kann ich mich irgendwo noch hinstellen, dann müsst ihr mich abholen kommen. Weil ich kann mich unverwundbar machen, aber halt nur lokal. Ganz blödes Ding. Was? Okay, Wieso? ne, passt. Also für dich, Nancy, du weißt doch nicht, wie es aussieht. Wir suchen ein Loch im Boden. Genauso aussieht, wie das, wo wir gerade reingeflogen sind. Also auf dem Mond quasi Ja. nur. Sieht auch genauso aus. Das ist ein Krater, der ganz schön tief geht. Ihr müsst euch mal aufteilen, jeder fliegt in eine Ja, hat er, Richtung. ich fliege Richtung Westen, habe ich gesagt. Okay. Der erste Tank ist gleich voll und dann machen wir den zweiten Misch noch. Nicht damit durch. So viel Leben, ich würde locker noch bis zurückkommen, egal wie weit ich mit meinem Tank lebe. Wir hinkriegen, inzwischen 2 Ticks in den Kristall zu setzen.
So, zack, wieder drin. Tank ist voll, der zweite ist jetzt gerade unterwegs. Was ist der zweite? Tank. Ich habe gerade einen Tank drin. Hast du auch einen Tank drin? Kann nicht sein, ich meine, bei mir ist jetzt ein Tank drin, ja. Der Tank muss unten rechts rein. Ach Quatsch. Ah, okay. Wenn ihr beide Tank reingelegt habt, gibt's ja nicht. Also mein noch nicht passt drin. Schon. Tief runter, aber nicht tief genug. Hey, was denn jetzt? Was denn? Du hast denn du jetzt meinen Tank rausgenommen? Ich hab nicht deinen Tank rausgenommen. Nein, na klar. Meinen halben Tank, gib den mal wieder her. Gib das her. Bei mir auch schon gemacht. Siehst du mich? Nein. Ich muss reconnecten, damit du ihn siehst. Toll. Welche Richtung bist du? Ach komm, ich gebe dir wieder, ich kann nicht so fies sein. Welche Richtung musst du fliegen? Muss ich fliegen? Ich bin nach links geflogen. Siehst du den Tank? Hä? Nee. Siehst du den Tank, der da hinten liegt? Wo denn? Da hinten, da. Gar nichts, nur Randy. Ach das, ja, toll. Warte. Du kannst mich nicht sehen, da? Weil ich nicht da bin, wo das ihr da? Seid. Jetzt hab ich den wieder. Nee. Hast du ja. Den jetzt? Jetzt mach meinen voll. Das deiner ist deiner. Ja, ich weiß. Meiner sitzt wieder drin. Das ist meiner weg? Nein. Ich hab nur noch einen. Weiß. Wo ist meiner? Den zweiten. Hier, den hab ich. Dann gib mal meinen zweiten wieder her. Ach, hier. Da. Okay. So, komm, der ist doch schon voll in dem raus. Nein. Sei nicht so. Sonst nehme ich ihn raus. Nein. Selben Sachen. Hey! 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 Zeit! Hab keine Zeit! Okay, jetzt. Au! Mich angekriegt. Ah, da bist du wieder. Ach ne, das ist Randy. Randy sehe ich. So, ich geh jetzt raus, ne? Ah, ja, oh, lol, mal. Hör doch mal auf. Wer ist das? Nicht nennt sie ärgern, nicht hauen vor allem. Die ist, nicht ganz, die ist nicht ganz so gut bestückt. Ah, lol. 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 Oh, 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 oh. Warum macht sie die Tiere? Warum schon wieder Viehzeug? Ja, aber die haben nur zwei aus, ey. Die Mücken. So, du hast gesagt, du bist Richtung... Wenn du M drückst, bin ich dann links geflogen. Du bist Richtung Westen, nach, hast du gesagt. Genau, nach Norden war ich schon unterwegs gewesen einmal. Okay, dann mache ich jetzt mal Richtung Süd. Nee, Osten. Ach, scheiß drauf, ich gehe nach Osten. Da ist die Sonne. Schräg wäre noch gut. Wenn einer Nordwesten geht, einer Nordosten. Weil ich bin halt Nord, Süd und Westen sind quasi schon abgegrast worden. Da halten nur gerade Linien. Marsch halt Nordosten. Mondbrüste. Ast meiner, bitte. Mondbrüste? Mit welchem Recht? Das ist, weil ich ja schon warte die ganze Zeit. Weißt du, was ich machen soll? Ja. Basis markieren. Das wäre nicht schlecht. Das ist immer das Intelligenteste am Anfang. Das ist hier noch eine Basis, was ist das? Das sind die alten Punkte, du hast die ganzen Überweltpunkte auch hier unten. Oder es ist ein Villagerdorf. Hier ist ein Villagerdorf, hier sind Kugeln. Achso, ja. Überall solche Dinge. Aber Space-Nazis, wenn du von oben drauf guckst, sieht das teilweise aus wie Hakenkreuze. Bei deinem Modpack. Nein, ich meine das Basengebau von denen, das ist immer ein halbes Hakenkreuz. So, fertig. Ach, Mann. So, dann fliege ich nach... Süden. Osten gerade. Hallo, na? Süden. Mensch, könnt ihr überhaupt atmen? Hast einen blauen Kopf, wa? Ich fliege nach Südwesten. Okay. Ist aber auch dunkel zur Zeit, oder? Auf dem Mond. Ja, wohl doch, die Sonne ist gerade noch mal untergehen. Naja, stand. Die geht. Na, hier sind glaube ich 27 Tage Nacht. Ich glaube, ich habe das Loch also, gefunden. Als wir vorhin abgenommen haben, war es noch Tag. Nee. Doch. Sicher? Ja, die ist ein bisschen verbrannt. Okay.
La 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 la. La la la. Jetzt ist bei mir auch Tag. Ich sollte mal die Brightness ein bisschen hochnehmen. Oh, Space-Kühe. Das ist cool. Toll. Brightness, das stimmt. Das. Nee. Aber es ist schon ganz bright. Dann wird's nicht brighter. So. Alter. Wo ist das Arschloch-Dungeon jetzt hier? Arschloch-Dungeon, wo bist du? Das Problem ist, wir haben schon 3 oder 4 Dungeons gelootet. Richtig. Da du hast 2 gelootet. Wir haben 2 gelootet. Ich hab. Gibt's noch 4 auf der kompletten Moon oder was? Maru. Du hast in 2 gelootet. Weil im ersten nur die Schematik von dem Buggy war. Ah, okay. Sieht schlecht aus. Da waren wir schon. Nur Mondkrater. Loch. Du musst die Form erkennen, die der Mond macht. Wir wollen ja eine Geschichte erzählen. Du musst sie nur. Oh, ich habe schon wieder ein Dorf gefunden. Hallo? Na, ihr Dörflis. Lauft bei euch, oder was? Noch ein Dorf. Wow, das ist ja eine richtige Plage. Dorfplage. Mann, oh, das Dungeon ist schon gelootet. So ein Scheiß. So, dann erstmal wieder raus. Aus dem Puppenhaus. Hier Mondmusik einblenden. was soll man hier noch machen? Wo könnte man das genau finden? Dafür gibt es keinen genauen Punkt. Einfach nur hochfliegen, also ganz hochfliegen. Mach ich. Ich muss bald umdrehen, leider. Okay. Musst du umdrehen? Ja, weil ich muss bald umdrehen, weil der Sauerstoff knapp wird. Ah, wie ich das hasse, hier dieses Dungeon zu suchen. Ey. Das hab glaube, ich habe eins gefunden. Na dann warte. Rein mit dir. Ja, warte, da ist es. Tauchen Sie ab. Ah, da ist ein Loch, das geht in den Boden. Ich habe Angst. Richtig, da ich rein. Dort. Nein, ich will nicht. Geh da rein und hau den Boss jetzt um. Nein, und was? Mach nein, Hände. Das überlebe ich nie. Na klar. Ich habe nicht solche Waffen wie das ihr. Ist kein Creeper-Boss. Ja, was denn dann? Das ist ein Skelett, glaube ich, war das, ne? Ja. Kann auch herkommen, ich gebe euch die Koordinaten. Dann gebt mir die Koordinaten, wenn ich daneben bin, komme ich hin. Pass auf, 2744. Das ist schon mal schlecht. Ja, bei mir auch. 55. Ja, der 55 ist ja die Höhe. 1866. Das ist genau die Gesetzesrichter von mir. Aber haargenau. Du müsst einmal quer zurück zur Basis fliegen und nochmal in deine Richtung. Hm. Angst. Das schaffst du schon. Geh da rein, hau den um jetzt. Hier unten steht zum Beispiel schon ein ganz böser Boab. Komm, klatsche ihn. Jetzt zurück, noch einmal quer durch den Schatten und dann. Mann, ich sterb da. Ich bin total noobisch bei sowas. Was hast du für ein Schwert? Irgend so ein lilanes. Na dann, rein mit dir. Ein Brautschwert, ein lilanes. Wie viel Herzen? Weiß ich nicht. Wie sehen deine Herzen aus? Orange. Gleiche wie ich halt mit den Genen. Hallo! Nee. Also volle normale Herzen sterben. Plus 3 oder kann plus 4. Kann mal jemand jetzt hierher kommen? Hm. Ich flieg da schon in die Richtung. Hallo! Skeletto! Bleib mal stehen, ich muss dich töten! Nein, du musst. Ah! Lol! Jetzt oh Mann, das ist nichts für mich. Nein, sie ist echt lustig. Hallo, La Chata! Ja, lol. Oh, ey. Das ist nicht witzig. Lol, warum ist da ein Loch? Und wieso komme ich hier hab schon wieder raus? Hab ich mich auch gefragt. Dann hab ich ihn reingesteckt. Und es hat funktioniert. Wenn ich nach oben gucke, sehe ich die Erde. Was ist das Loch? Aber da bin ich gar nicht reingekommen. Was macht das denn? Loch dort? Das ist ein bisschen, wenn du unten bist, so ein Stein, eine Fackel in der Wand.
Ja, und jetzt bin ich da durchgelaufen und da komme ich wieder zu einem Krater mit einem Loch. Lol. Stell mich einfach nur dämlich an. Okay, stell mich dämlich an. Ah, oh, lol, nein. Ich muss einfach den Boss suchen überhaupt, dass wir wissen, ob Nein. es ein echtes Dungeon ist. Ah, ich werde sterben. Ich glaube schon ausgelootet wurde. Also hier sind noch nicht mal die Spawner kaputt gemacht Ja, ist ja worden. egal, da du rennt auch nur durch. Du musst bis zum Ende durchlaufen und gucken, ob der Boss da steht. Egal, ich bin nicht da. Nee, es geht darum, dass wir, ob wir wissen, ob das ein echtes Dungeon ist, weil da du vorbeigelaufen bist an den ganzen Ah. Viechern. Hey. Hi, Creeper. Oh Gott, ich hab Angst. Ich Geh habe auch eins weg. gefunden. Hi, Creeper. Dann Oh Gott, rein ich hab mit dir. Angst. Ah, lol. Guckst du schnell mal, ob es schon Das gelootet ist? sollte nicht da sein, wo jemand schon war zum Looten. Was, da war Sehr schon gleich. jemand? Das sollte nicht da, sollte niemand gewesen sein. Weil es ist noch finst. Nee, ich hab's eingesammelt, die war schon einer. Ernsthaft? Ich weiß es nicht, ich renn einfach mal durch. Renn mal durch und sag mir mal Bescheid, weil er braucht nicht weiterfliegen. Hör doch mal auf, mich jetzt anzubumsen hier. Was soll das? Ein Mist. Okay, habe ich kein Essen mehr oder was? Nee, hä? Ach doch, habe ich. War jetzt nicht witzig. Oh Gott, eine Spinne mit einem Glasding? Ja, die haben Lol. alle ein Glasding. Wir sind auf dem Das. Mond. Ja, sollte Die doch brauchen ja bläulich alle versterben. Sauerstoff. Ja, ich schaff den Boss. Eine Spinne zieht mir zwei Herzen ab. Ihr habt den Arsch offen. Schaffe ich niemals. Okay, das gleiche Problem wie Nancy. Ich habe den zweiten Ausgang gefunden. Eigentlich den Bossraum. Ich bin in dem Block festgesteckelt. Wie nicht Irgendwo den jetzt. Bossraum? Das Dungeon hat zwei Eingänge quasi. Ich bin anscheinend an der Tür vorbeigelaufen, wo es im Bossraum geht. Ne, dann lauf zurück. Ja, mache ich doch. Weißt du nicht wo? Ah, hier scheiß Zombies. Stellt euch aber auch alle an. Okay. Ja, Oh, das irgendwie. ist, oh, diese Zombies nerven. Die schmeißen immer in die Luft. Das hält dich auf ewig lange. Ich finde den Bossraum nicht. Okay, ich habe noch 4,5 Herzen. Oh. Hier. Und der Boss ist da. Hallo. Oh, nice. Ich flieg Okay, zurück. kann ich hier wieder raus, oder was? Ja. Hey, hält mich fest! Hält mich fest! Hilfe! Hilfe! Okay, ich gehe raus. Tschüss! Mir gefällt's hier nicht. Wieso habe ich nur noch einen Waypoint? Ja, What? Prost! Komm ich hier wieder Du wirst raus? nie wieder nach Hause finden. Glaube, ich fliege im Kreis oder so. Die 1 Dungeon Key. Viereck. Licht. Das Licht. Ich muss eigentlich nur hier entlang Darf man fliegen. mal kissen? Das ist aber sehr komisch. Was denn? Meine Waypoints sind irgendwie weg. Oh Gott, diese Spinnenweben und Zombies. Lästig. Okay. Wieder geht's nach oben. Ich habe auf jeden Fall den Dungeon markiert. Und ab ins Dungeon. Schau mal. Ich habe noch eine Folge, dann sind wir fertig. Sauerstoff habe ich noch 20% im Bein, das wird auch reichen bis dahin. Du hast den Key? Nice. Bin ich echt mal gespannt, was wir jetzt in dem Tier 2 Dungeon Hey, finden. ich komme schon mal zurückgeflogen. Vor allen Ich Dingen, habe wozu unseren brauchen wir dann den Tier 2 Schlüssel? Bug. Na, es könnte auch sein, dass du den Tier 2 Schlüssel dann auf einem anderen Planeten brauchst, weil es gibt ja eine Nee, Tier nee, 3 Rakete. ich glaube, es ist ein Bug. Okay. Ich weg, dass sie da noch Tier-1-Kisten hingepackt haben, aber die wollen schon Tier-2 droppen. Wenn wir neuweise von Galaktikraft runterladen würden, die dann im Ladebildschirm angedreht werden soll. Tschüss, ihr Mondvillagers. Wie lag hier? Und wir fliegen zurück. Einsam. Einsame Rückreise. Ja, ne? Das Ah. genauso aus das Bild wie. Voll langweilig. Oh ja, doch, links war ein Dorf. Ja. Hallo?
Wo ist an dem Mann im Mond? Ich hab ihn nicht gefunden. Du bist auch auf der Rückreise, Maru? Richtig. Ich hab doch nur Sauerstoff, dass wir direkt uns dann schon reingehen können, aufmachen. Okay. Oh, Space-Katzen. Na, die habe ich auch schon gesehen, die sind cool. Space-Katzen? Nicht Kerzen, Katzen. Ja, ich hab Katzen gefragt. Mal hier deine Ohren hier und so. Zauber machen? Und das. Hübsch machen auf jeden Fall. Ohren hübsch machen? Hab ich ja. Auch noch nicht gehört. Okay. Habt ihr nicht gehört, dass euch Horch hier sehr hübsche Ohrläppchen haben soll? Soll ich warten oder soll ich schon mal vorrennen? Wir haben eigentlich nur 2 Minuten. Nein, du wartest. Wir haben eigentlich nur 2 Minuten. Ich bin gleich zurück. Ich bin auch gleich da. Wo bist du, Randy? Das ist gut. Oh. Nein. Ich hab C4 am Portal angebracht, wenn er da durchgeht, explodiert. Cool. Doch, ja, ist egal. So. Ich bin da. So, kann man los? Ich habe schon Foto aufgemacht. Okay. Ja, ich werde eine Kiste auf euch. Was für eine Kiste? Die aufmachen jetzt. Die Tier 2 Kiste. Was, ein Dungeon oder was? Ja, es ist Tag. Nein, jetzt nicht okay. Mehr. I'm on my way. Boah, ja. Wie weit ist denn das jetzt hier noch? Das muss doch jetzt mal hier zu Ende sein. Mars Gravity ist aber auch nicht so die prickelndste. Ah. Nee, ist jetzt nicht so überdurchschnitt, ne? Okay, es dauert ganz schön. Hi, Randy. Oh. Hi. Manus? Ja, was? Oh. Nee, hier ist zweimal Randy. Was? Hier auf Mars. Mars bist zweimal du. Einmal mit Hammer und einmal mit Tinos Rüstung. Was haben wir Sachsen Gaming? Ja, hier steht. Hier steht nochmal ein Randy. Ja, dann ist das Tine. Hey, Randy ist hier drin. Das ist Tine. Er hat mich da umgebracht. Ich glaube, ich habe ein Problem. Was? Auch. Minecraft ist gerade minimiert. Ja, weil das Event losgegangen ist von dem. Welches Event? Nancy ist da, Randy ist da. Fällt nur da. Nur dann. Ja, wo soll ich denn jetzt hier zweimal sein? Also. Bei mir bist du hier unten. In, hier unter ich uns. Steh. Hey, wenn du hier runter gehst, da unten steht bei mir noch zweimal Randy. Da ist noch gerne, ne? Ja, das siehst du nicht vielleicht nur. Also. Sauerstoff wird knapp. Ich finde die Base nicht. Hier, nimm. Du kannst von mir auch einen Tank haben, wenn du willst. Ja. Jetzt habe ich erstmal einen. Dino, wie lange brauchst du noch? Ah, da. Puh, jetzt war ich aber schon ängstlich. Warte mal, hier ist gerade Dalus-Tor. Da war doch unser das Ganze in der Nähe, ne? Ja. Ja, weiter nach Osten. Ach da. Wirklich, unser Tor ist sich von Dalu gebaut. So, ich bin jetzt am Tor, Moment. Ja, du musst viermal Magma-Creme wählen. Ja, das weiß ich. Habe ich ja schon eingestellt hier oben an dem Tor. Und ich komme! Ach da. Und ab nach unten. Ich komme runter. Ihr seid schon an der Kiste? Ja. Ja, ja. Aber irgendwie, was ist das jetzt? Was denn? Wo bist du hin? Hier an der Kiste. Jung. Jung. Jetzt werden wir disconnecten. Jung. Jung. Jung.
Was? Wieso ist hier zugebaut? Frag Randy? Frag Nancy? Ich weiß nicht, sind es Diamantblöcke? Nein. Randy, baust du hier die Gänge zu? Ich bin bei Nancy, beziehungsweise ich bin bei Maru. Hast du die Gänge zugebaut? Auch. Ja. Keine Ahnung. Hat er. Keine Ahnung, was er hat. Tada! Ich will es auch nicht. Boah, den Herzen. Ey, du sag gleich beide. Mein Schlüssel gewesen. Ja, hier kannst du eins wieder. Okay. Wie viele hast du genommen? Die Weißtun sind übrigens viel wertvoller als die roten Herzen. Ne? Ich will ein Weißtun haben. Ja, pass auf, ich habe euch alle hier. Guck mal, Eimer, das haben wir. Dann haben wir das. Das war auch drinne. Und das hier und das. Und auch das voll, ja, alles. Also ich habe eine Tier 3 Rakete. Ja. Eine Schematik. Wir haben keinen Tier 3 Planeten, aber. Ja. Aber komm, lass uns. Wir sind fertig. Wir haben gewonnen. Pass auf, nee, warte, pass auf. Wir haben das Mockpack abgeschlossen. Und jetzt. Oh, scheiße. Ich kann es nicht abbauen. Lol. Jetzt wächst hier Drachenei. Ein Eisdrachen. Wow. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet. Tut mir leid. Also, ein Eisdrachen getötet. Ich hab zwei Creeper-Eier. Wie baut ihr die ab mit was? Keine Ahnung, mit was ich die abgebaut habe. Komm. Ich kann sie schnell abbauen. Ja, wir sind fertig. Wir sollten jetzt auch die Folge bald beenden. Also können wir noch schnell zurück nach Hause. Ja. Ja, zur Sicherheit das Mars, den Mars-Eingang auf der Erde schließen. Und aus dem Mars kann. So, warte, ich muss noch wieder zurück. Ich auch. Okay, Tier 3 Rakete. Schade, ey. Es gibt noch keinen Tier 3 Planeten. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Denk dran, auf die Fahne zu setzen. Ja, habe ich. So, jetzt kommt der epische Moment. Musst du vor dem Portal setzen? Ah, hast du schon, okay. Nee, hab ich. Ja, ich hab's in der Hand. Ich hab's nicht gesehen, ich seh's nicht. Und jetzt? Ich kann die Fahne nicht setzen. Hä? Rechtsklick. Ach so, du musst gedrückt halten. Sag mir das doch. Okay. Das reicht. Okay, so, abgeschlossen. Wer waren die Ersten auf dem Mars? Wenigstens das. Kommen wir jetzt zurück zur Erde oder was? Ja. Okay, very nice. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Ja, bewertet positiv, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Okay, ich bin wieder zurück im Mars. Lol.